Hallo, ihr Zauberschönen, schon ist wieder Freitag, unser Freutag. Die Woche vergeht ja immer gefühlt wie im Flug, aber dann kann ich euch ja dann die neuesten Neuheiten immer zeigen. Also einen kleinen Teil davon, das wisst ihr. Den Link zu den Neuheiten findet ihr wie immer unten in der Infobox und ihr werdet selbstverständlich dort noch mehr entdecken als das, was ich euch jetzt zeigen werde. Ich fange mal an mit den Prägefoldern. Und zwar haben wir einmal diesen hier. Wir hatten ja letztens schon einen mit einer Farbrolle. Damit hatte ich ja schon ein Kärtchen gestaltet. Diesmal haben wir einen wunderschönen Pinsel. Dieser nennt sich Vintage Pinsel. Ich sage es jetzt auch immer dazu, weil wenn das nicht mehr bei den Neuheiten erscheint, könnt ihr dann einfach den Namen oben in die Suchzeile eingeben. Und hier habt ihr auch nochmal die Größe. Standard 11 x 15,5. Das sind ja so die Standard. Größen, ich hatte euch ja auch schon mal kleinere gezeigt. Dieser und dieses wunderschöne Grün, diese Blätter, dieser Zweig, ich finde es traumhaft schön. Schon mal für morgen vorgemerkt. Mal gucken, ob ich noch meine Meinung ändere, aber das finde ich schon wieder so schick. Wunderschön, so schön schlicht. Nennt sich einfach nur Blattwerk und hat dieselbe Größe. Das ist so schön. Stellt euch mal das im Hintergrund vor und dann vorne noch so ein bisschen gestalten mit Grün und Blumen und vielleicht noch Schmetterlinge dazu. Das, ach, im Kopf ist es wieder sehr schön. Im Kopf sieht immer alles so schön aus. Dann habe ich wieder ein Komplettpaket für euch. Ihr wisst, ihr müsst ja nicht beides zusammen kaufen, aber man kann. Und zwar dieses hier. Wir haben hier wieder wunderschöne Sprüche, wo die passenden Stanzen dazu sind. Und zwar haben wir einmal: Vermisse dich, du bist toll, wir gratulieren, Herzensmensch, gute Besserung und mit Liebe gemacht. Also quasi einmal alles querbeet. Und das könnt ihr euch dann einfach wunderschön ausstanzen und müsst dann nicht per Hand, wer es gerne macht. Klar, für mich ist das keine Entspannung, das wisst ihr. Für mich ist das eher eine Qual. Vielleicht habe ich auch einfach nur nicht die richtige Schere. Das kann natürlich auch sein. Aber für die, die wirklich so wie ich sind, für die ist das was. Das nennt sich Du bist toll. Und dazu dann auch halt die Stanzen, die heißen genauso. Also wenn ihr das dann eingebt, werden die beiden Sachen dann auftauchen. Genau, dieses. Dann hatte ich ja euch vor, ich glaube, 2 Wochen schon mal ein Stempelset vorgestellt mit Adventskalenderzahlen, die so schön gestaltet waren, so länglich, wo ich ja sagte, da kommen noch welche. Da sind sie. Die sind so schön. Auch die sind wieder so schön schlicht und einfach gestaltet. Aber es ist alles da, ne? Es ist ein Tannenbaum da, es ist ein Stern da, eine Weihnachtskugel, ein Geschenk. Also man weiß Bescheid. Ich finde das wirklich klasse und freue mich dann drauf, auch einen Adventskalender damit zu gestalten. Sehr, sehr schön. Ich finde auch schön, es sind ja auch jeweils die Kästchen anders gestaltet, ne? Manche sind gepunktet, manche sind gestrichelt, das andere ist komplett einfach mit einem Strich, also mit einer Linie drumherum. Sehr, sehr schön. Klasse. Das nennt sich fröhlicher Adventskalender. Genau. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Dann habe ich noch Designerpapier für euch. Und zwar haben wir einmal ein wunderschönes, ich nenne es jetzt mal Basispapier. Da haben wir einen wunderschönen Grünton als Hintergrund und dann quasi die Blätter so als Ranken als anderen Grünton drauf. So, überhaupt, das war jetzt eine Beschreibung, aber ihr seht es ja, ne? Richtig, richtig schick. Das nennt sich Sommerranken. Seht ihr es? Ja, Sommerranken. Ne? Zur Not habt ihr auch noch die Nummer. Das Ganze gibt es auch noch mal in hell. Das sieht dann so aus. Quasi mit einem hellgrünen Hintergrund und dann weiße Ranken. So, Blattranken wollte ich gerade sagen. Sommerranken hell nennt sich das. Dann guckt mal, wie schön das wieder ist. Wunderschöne Blumenblätter, sogar mit Schmetterlingen. Ach, das ist wieder ein Träumchen. Ja. Wieder so ein wunderschöner Hintergrund, einfach für den Bilderrahmen. Das nennt sich Sommerrascheln 2. Dann haben wir dieses hier, haben wir wieder schöne Sachen zum Ausschneiden. Einmal hier oben mit Blättern, einen Kranz. Dann haben wir nur solche Bordüren quasi. Nein, Quatsch, ich sehe es ja gerade. Hier ist ja
Das ist ja eins. Ich habe das gerade als eins gesehen und das als eins. Nein, nein, das ist ja eins. Genau, hier kann man ja wieder wunderschön einen Spruch reinstempeln. Das kann man so an sich ausschneiden. Und hier unten haben wir noch, das ist auch schön, ne? Einmal diesen Halbkreis hier und dann nur diesen, wie nennt man das? Gesteck ist es nicht. Ich komme gerade nicht drauf. Das hat auch einen gewissen Namen, ne? Aber auch sehr, sehr schön. Das nennt sich Sommerrascheln 2. Hatten wir das nicht gerade? Ach nee, Moment. Mona hat sich vertan. Beziehungsweise nicht vertan, ich habe es noch nicht gesehen. Ja, das heißt auch Sommerrascheln, aber das heißt nur Sommerrascheln. Und das heißt Karten-Sommerrascheln 2. So ist richtig. Das Karten habe ich nicht gesehen. Dann auch nochmal so eine Variante. Die sieht dann so aus. Ich hoffe, ihr könnt alles gut sehen. Schick, ne? So schön. Ah, herrlich. Das nennt sich auch wieder Karten und dann Sommerrascheln 1. Sehr schick. Sehr, sehr schick. Und zu guter Letzt haben wir einfach nochmal Sommerrascheln. Das heißt nur Sommerrascheln. Also quasi einfach mal Blätter, Zweige, Grünzeug auf weißem Hintergrund. Aber verschiedene Grüntöne, wie ich gerade sehe. Ja, also hier ist ein Grünton und hier ist nochmal ein anderer Grünton mit drin. Sehr, sehr schön. Das waren die Neuheiten. Mehr kann ich euch leider nicht zeigen. Deswegen dachte ich mir, ach, dann machen wir noch was Schnelles miteinander. Und ich habe mir gedacht, wir machen ein Morgenkärtchen dann wahrscheinlich. Machen wir mal wieder was Kleines, Boxartiges. Das hat euch ja letztens gefallen. Und ich habe ja auch rausgehört, dass ihr Origami mögt. Das ist jetzt nicht ganz Origami. Nein, das ist eigentlich wirklich eine kleine Schachtel, die wir machen. Und zwar, kann ich euch mal zeigen, die ist wirklich mini, finde ich aber klasse für viele Sachen. Das kann man wirklich für viele Sachen nehmen. Ihr seht wirklich, die ist klein, ne? Die ist wirklich sehr klein, aber ich finde die toll. Ich mag sowas, wenn man wirklich so ganz kleine Kleinigkeiten verschenken kann. Einfach nur mal jemanden eine Freude machen. Von der Größe her, ich glaube, so ein Ferrero-Küsschen passt rein. Habe ich jetzt leider nicht da, aber das passt auf alle Fälle rein, dass ihr mal diese Dimension habt, wie groß dieses Schächtelchen, das ist ja wirklich ein Schächtelchen, dass ihr die Dimension habt. Genau, das machen wir jetzt zusammen und dann nehmen wir natürlich gleich das neue Designerpapier für. Und da müssen wir uns ein Stückchen zurechtschneiden. So, welches nehmen wir denn? Da habe ich mir jetzt noch gar keins rausgesucht. Ich nehme die dunklen Sommerranken und da schneiden wir uns jetzt ein Stück zurecht. Und zwar machen wir 9 cm mal 11,5. So, das ist schon mal das Stück, was wir generell brauchen. Mehr ist es nicht. Und jetzt müssen wir falzen. Wir legen an der kurzen Seite. Ich werde mal mein Falzbein nehmen, weil meine Falzklinge nicht mehr so schön ist. Also an der kurzen Seite bei 3 cm und bei 6 cm. Da haben wir dann schon mal die kurze Seite. So, und jetzt einmal die lange Seite bei 2 cm. 5. 7 und 10 cm. So. Und da kann der Papierschneider auch schon weg. Das war's nämlich. Jetzt müssen wir nur noch schneiden und kleben. Und zwar haben wir es jetzt einmal so vor uns liegen, ne? Lange Seite, kurze Seite. Und wir schneiden jetzt auf der langen Seite jede Falzlinie ein. Wirklich jede auf beiden Seiten bis zur mittleren Falzlinie. Also wir schneiden ja nicht durch, dann hätten wir ja Einzelteile, sondern wir schneiden uns jetzt quasi Klebelaschen. Und was einfacher ist, wenn ihr quasi nicht nur die Falzlinie einschneidet, sondern sie rausschneidet. Also ein kleines Dreieck quasi. So. So sieht das dann aus. Und das macht ihr jetzt mit diesen Falzlinien.
So, das war es auch schon mit dem Geschnibbel. Jetzt können wir alles schon mal durchfalten. Ja. Und jetzt brauchen wir Kleber. Wir legen das jetzt so vor uns. Einmal, dass die schöne Seite nach unten guckt. Und dass die kleinste Lasche, also das kleinste Stück, das schmalste Stück oben liegt. Und wir geben jetzt einmal hier diese beiden und auf diese beiden Kleber drauf. So, wo habe ich jetzt meine? Hier. Meine Klebepistole. Also hier habt ihr die großen. Na, hier sind die beiden großen und quasi einmal unter das erste große und unter das zweite große. Da gebt ihr jetzt auf die Klebelaschen jeweils Kleber drauf, also nicht in die Mitte. So. Na, bleibt liegen. So, jetzt werden quasi diese beklebten Laschen um unsere Box drumherum gefalten. Also ihr biegt jetzt einfach mal diese untere größere Box. Das ist ja quasi die Box an sich. Das wird nämlich unsere Lasche oben zum Schließen. Das biegt jetzt einmal hoch und ihr fangt einfach mit den am besten in der Mitte an, damit man vorne keine unschönen Kanten hat. Und zwar gebt jetzt einfach diese beiden Laschen um diese beiden Stücken drumherum. So, Moment, ich zeige euch das mal. Guckt, dass es unten schön bündig ist. Also so gut wie, weil wir haben ja die Falzlinien rausgeschnitten. So, einmal hier und einmal hier. So, das waren die ersten. Das könnt ihr derweil nach hinten biegen. Und jetzt die anderen beiden auch wieder hoch und die an den Seiten rankleben. Einmal hier und einmal hier drüben. So, und schon hier haben wir hier vorne keine unschönen Kanten, sondern es ist schön rund. So, jetzt könnt ihr das abschneiden, wenn ihr möchtet. Mache ich nicht, finde ich Quatsch. Ich biege mir das einmal nach außen, gebe jetzt hier Kleber drauf. Mal gucken, ob ich das mit der Pistole hinkriege oder ob ich da meinen Flüssigkleber nehmen muss. Nee, das geht. Gebe hier ein bisschen Kleber drauf. So. Und biege mir die jetzt einfach nach innen. Dann brauche ich nämlich nichts abschneiden. Und habe innen drin auch noch das schöne Papier, auch nochmal so ein Stückchen. So. Aber wie gesagt, ihr könnt das auch abschneiden, wenn es euch stört. So, jetzt machen wir das Deckelchen. Auch hier geben wir wieder Kleber drauf und zwar hier oben auf diese beiden Laschen. Einmal hier, einmal hier. Und auch hier wieder dasselbe Spiel. Das biegt ihr einmal nach innen und die kleinen Laschen kommen außen rum. Also einmal so und einmal hier drüben. Quasi selbsterklärend, ne? Wenn ihr das in den Händen habt, merkt ihr das, wo das hin muss. Und auch hier wieder dasselbe Spiel. Könnt ihr abschneiden, wenn ihr möchtet. Nicht mit mir. Ich biege das wieder einmal nach außen. So. Und mache mir hier wieder Kleber drauf. Eine Seite, andere Seite. Und biege mir das dann einfach nach innen und habe auch dort wieder das schöne Papier mit im Deckelchen. So, einmal hier und einmal hier. Und schon ist die Schachtel fertig. Ich finde das so toll, wenn man wirklich eine minimalistische kleine Schachtel braucht, ist die ideal. Also die ist wirklich klasse. Und man kann sie auch so schön verschließen. Die könnt ihr jetzt natürlich noch dekorieren. Ne? Ihr könnt hier noch was Schönes draufkleben oder eine Schleife drum machen, ein Band an sich. Ich finde das so niedlich. Die ist so schön klein. Und gerade auch für Advent vielleicht eine schöne Sache, wenn man so kleine Schokokügelchen hat. Die kann man hier auch wunderbar reinpacken. Und ihr habt gesehen, das ist wirklich schnell gemacht. Also finde ich richtig, richtig klasse. Ihr Lieben, das war's. Wie gesagt, wir machen dann morgen noch was Schönes zusammen. Selbstverständlich, aber logisch. Wie gesagt, ich habe ja schon hier... Das habe ich ja schon im Blick. So schön. Mal gucken, ob es so wird. Ihr Lieben, bin gespannt, was euch wieder am besten gefallen hat. Was ihr von dieser Minischachtel haltet. Ob das was für euch ist. Ob ihr vielleicht noch eine Idee habt, was man da so Schönes reinpacken könnte.
passt ja sogar ein Ring rein. Oder Ohrringe, ne? Wenn man zu Weihnachten was Kleines verschenken möchte. Ohrringe, Schmuck, was wirklich Kleines. Eine Perle. Und dann vielleicht noch eine größere Schachtel drumherum. Das ist wirklich klasse. Ihr Lieben, ich schweife aus. Wie immer wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Also morgen. Tschüss.